Hallo zusammen, JG Bonsai. Heute ist Sonntag. Ich hatte ja am Freitag angefangen, der Fächerahorn zu schneiden. Und es ist dahinter, der Fächerahorn, der große. Und wollte ihn heute eigentlich fertig schneiden, aber heute hat es geregnet, dann wieder nicht, dann wieder geregnet, dann wieder nicht. Also somit habe ich es nicht gemacht. Werde ich natürlich nachholen, sobald das Wetter es zulässt. Und dann gibt es den Teil 2 vom Fächerahorn, wo man die Rückseite sieht und vor allem auch noch den Abschluss und vielleicht noch ein paar Worte dazu. Ich wollte trotzdem kurz diese paar Minuten nutzen, und zwar, ich wurde gefragt, ob ich tatsächlich im Sommer auch Dünger gebe, und da kann ich mit Ja beantworten. Also ich gebe Dünger alle 2 Wochen, bekommen Sie im Sommer Dünger, egal ob jetzt Juli, August oder was auch immer, ob jetzt 25 Grad oder 20 Grad oder 30 Grad, Sie bekommen den ganzen Sommer, bekommen Sie das Sommerdünger, und das alle 2 Wochen. Warum, dass ich das mache? Ich probiere es mal so zu erklären, so einfach wie möglich, nicht im Botanisch mal. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr seid im Frühling, das Wetter ist so lala, ihr bekommt Wasser, ihr bekommt etwas zu essen und so, und arbeitet, und dann wird es immer wie wärmer, und komischerweise bekommt ihr immer weniger Essen. Bekommt ihr immer wie weniger, weniger, und dann bekommt ihr gar kein Essen mehr. Im Juli, August bekommt ihr kein Essen mehr, weil es ist zu heiß, es geht nicht. Dann würde ich mal schauen, wie eure Leistung wäre, ob ihr noch die gleiche Leistung bringt wie im Frühling, wo ihr noch das Essen bekommt. Da geht jeder Baum geht in eine Ruhephase, jeder Baum. Aber wenn es dem Baum gut geht, voller Energie hat, er am liebsten losspringen würde, so gesagt, dann geht er nicht in eine Ruhepause rein. Und solange dass der Baum wächst, gebe ich ihm auch zu essen. Und das ist wie ein Kreislauf. Es fängt im Herbst an mit der Energie, wo er sich als Reserve bildet für nächstes Jahr. Und dort fängt es dann so gesagt an. Dann ist es ein Kreislauf. Herbst, Frühling und dann wieder Herbst etc. Und sobald der Baum in diesem Kreislauf ist, aber im Kreislauf nicht vom Nasenwasserdünger, wo er eigentlich nichts bekommt und alles aus seiner Reserve schöpfen muss, oder weil das Dünger zum Teil gar nicht wirkt, weil es nicht richtig zersetzt oder etc. 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 Dann beginnen die Probleme. Dann muss der Baum von sich eine Energie nehmen, und dann fehlt sie ihm irgendwann, und dann muss er sich erholen, damit er wieder neue Energie bilden kann. Hingegen, wenn wir in diesem Kreislauf sind, in diesem Düngerkonzept-Kreislauf, dann ist er eigentlich immer voll bedient und fällt nie in ein Loch rein. Und durch das, dass er nie in ein Loch reinfällt, wächst er und es geht ihm gut und er will neue Knospen bilden und neue Äste bilden etc. Und solange er wächst, geben wir ihm wieder zu essen. Solange er wächst, geben wir ihm wieder. Und das machen wir auch im Sommer. Ich nehme jetzt kurz die Kamera vom Stativ und dann gehen wir kurz durch die Bäumchen durch und dann zeige ich euch, dass die einfach wachsen, egal ob jetzt Juli, ob jetzt August, ob es jetzt letzte Woche 30 Grad war oder 28, es spielt keine Rolle. Sie gehen nicht in eine Ruhephase rein. Warum? Weil der Kühlschrank voll ist, weil es ihnen gut geht, weil sie sich immer bedienen können, sobald sie wieder neues Energie brauchen. Und somit geht es einfach vorwärts. Man ist progressiv immer in einer konstanten Entwicklung. Das ist das Ziel vom Konzept. Und durch das, dass es eben dann spezifisches Dünger ist, wo wir ja in der Phase geben, dann gehen wir eben dann nur noch direkt in diese Phase ein. Also er bekommt nicht einfach ein Dünger das ganze Jahr, egal ob er jetzt Reserve bildet oder ob er jetzt neue Knospen bilden möchte. Er bekommt immer das gleiche Dünger. Dazu ist es dann noch meistens so, dass dieses Dünger, wo er da bekommt, eigentlich mit anderen Worten Nasenwasser ist. Also wirklich Nasenwasser. Das spürt er fast kaum. Und ich würde vorschlagen, ich zeige euch jetzt kurz schnell die Bäumchen ein paar, gehen wir kurz durch und ja, sehen wir uns nachher auf dem Stativ wieder. Bis später. So, hier sind wir in der Aufnahme. Ich denke, ich gehe kurz da durch, zeige einfach vor allem,
wie sie am Wachsen sind, dass man vor allem sieht, dass wenn es dem Bäumchen gut geht und voller Energie ist, dass er nicht in eine Sommerpause reinfällt, sondern er wächst kontinuierlich das ganze Jahr bis zum Herbst, bis er dann das Gefühl hat, okay, jetzt muss ich anfangen, Reserven zu bilden. Bis dort wächst er kontinuierlich durch. Ich würde das jetzt kommentarlos zeigen. Wir sehen uns natürlich nachher später auf dem Stativ wieder.
auf dem Stativ. Ich habe versucht, die Bilder so zu schneiden, damit die Essenz gezeigt wird, also die Bäumchen. Also von dem her, ich hoffe, ihr konntet euch ein Bild machen, was ich meine mit dem Wachsen. Sie sind konstant am Wachsen, sie sind immer grün. Die einzigen gelben Blätter, die man bekommt, sind eigentlich die im Inneren, die kleinen, die zu wenig Licht bekommen, die er nicht braucht und dann abwirft. Also das sind die einzigen gelben Blätter. Ich hoffe, ihr konntet euch so ein Bild machen von der Gesundheit und von der Entwicklung von den Bäumchen. Es fängt wirklich im Frühling an und es hört dann irgendeinisch mal im Herbst auf. Und es ist kontinuierlich ein Wachstum und die Bäume sind grün, denen geht es bombastisch. Ihr habt es selber gesehen, dieses intensive Grün, dieses gesunde Grün. Und das passiert einfach, weil sie das bekommen, was sie brauchen zu diesem Zeitpunkt, wo sie es brauchen. Und kein Nasenwasser oder kein irgendetwas, wo zum Teil nicht wirkt oder bis es wirkt, eigentlich der Schuss schon vorbei ist, sondern wirklich Produkte, die das machen, was sie machen müssen. Und ja, ich kann nicht mehr machen, als euch das zeigen, auf meinen Bäumchen, es beschreiben, es zu erklären. Am Schluss und Ganzen muss es selber jeder selber wissen, was er probieren möchte und ob er ein Sorgelos-Paket möchte und sich ein bisschen Zeit sparen bei der Entwicklung, weil es einfach immer vorwärts geht. Das war's von meiner Seite. Bleibt alle gesund, passt auf eure Bäumchen auf. Sobald es wieder besseres Wetter ist, werde ich den Fächerahorn fertig machen. Schaut in den Shop rein, wir haben momentan coole Angebote, coole Sets zusammengestellt, wo direkt die ganze Saison abdeckt, etc. Also schaut mal rein, probiert es aus, ihr werdet staunen. Noch ein kurzes Dankeschön, vor allem an die Kunden, aber auch an alle, die mir coole Kommentare geschrieben haben oder den Kanal abonniert haben, etc. Das freut mich, dass wir erwachsen sind, dass wir immer wie mehr werden. Und schon bald gibt es die neue News zu den Terminen, wo man buchen kann. Und ich hoffe, dass ich das demnächst ankündigen kann. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf. Es würde mich freuen, wenn ihr das Video abonniert und bis zum nächsten Mal.